Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, lange war es jetzt ruhig um mich, beziehungsweise um meine Projekte, aber es geht jetzt weiter. Heute im Programm haben wir den C63, der jetzt zusammengebaut wird. Ich bin jetzt noch ganz kurz bei Mercedes auf dem Sprung, bevor ich jetzt im Endeffekt zur FX Performance fahre, um das Fahrzeug so weit zusammenzubauen, dass er wieder aus der Halle rollen kann. Hab aber beim Hinfahren und Sammeln der Teile in meiner Garage habe ich gemerkt, dass schon wieder ein paar Clips und so weiter fehlen. Die werde ich jetzt ganz kurz hier bei Mercedes abholen. Wie ihr seht, stehe ich hier schon. Übrigens, Hammer, cooles Auto. Ich liebäugel schon die ganze Zeit mit so einem AMG GT mit 4 Türen. Genau in so einer Ausführung, sage ich mal. Mit den Felgen, aber in einer anderen Farbe. Und dann tatsächlich noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen breiter mit diesem optionalen Heckflügel. Dann hätte ich den ganz gerne. Ja, Hammer, finde ich sexy. Aber das ist noch Träumerei. Mal schauen, wohin die Reise geht, dann können wir ja mal schauen, ob ich mal so ein Ding wieder aufbaue und von den Toten wieder erwecke, wie den C63. Ja, Leute, dann bis gleich. Ja, Leute, ich bin jetzt wieder bei FX Performance im Haus. Hier ist gerade relativ viel los, deswegen habe ich unten keinen getroffen. Die haben hier aufgrund des Saisonanfangs haben sie hier so Felgen- und Reifentage, wo ganz viele Felgen und Reifen verkauft werden und montiert werden. Ja, Leute, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, hat FX Performance gerade eine Aktion am Laufen mit Felgen und Reifen. Das heißt, ihr könnt euch ruhig an sie wenden. Hier seht ihr auch, alles ist schon präpariert für die große Aktion. Wie ihr in dem Titel schon gesehen habt, ich möchte jetzt das Ganze nicht bis zum Ende auf die Folter sparen. Also gibt es die Information jetzt und danach, also wer dann noch dranbleiben möchte, danach fange ich an, das Auto zusammenzuschrauben und wieder ein bisschen fix zu machen. Also, bei diesem Fahrzeug wurde festgestellt, nach jetzt fast einem Jahr Zulassung, also das Auto ist jetzt seit knapp einem Jahr zugelassen, da ist der Zulassungsstelle aus dem Nichts aufgefallen oder aufgeploppt, dass dieses Fahrzeug noch einer Maßnahme unterzogen werden muss. Eine Rückrufaktion seitens Mercedes, genau. Da geht es um ein sicherheitsrelevantes Bauteil, nämlich dem Beifahrer-Airbag. Jedenfalls habe ich dort einen Brief von der Zulassungsstelle hier aus Hamburg bekommen. Ich blende euch das mal so ein, den Brief. Und den habe ich bekommen an einem Freitag. Und in diesem Schreiben hieß es, ich solle bitte diese Maßnahme vollziehen lassen innerhalb der und der Zeit. Also nicht innerhalb der und der Zeit, sondern bis zu dem und dem Tag. Und ich habe das mal eben kurz an dem Kalender angeguckt. Ich hatte genau 4 Werktage Zeit dafür. Also Leute, die aus Hamburg kommen oder mit Mercedes zu tun haben, wissen erstmal, dass ein Termin bei Mercedes, egal um was es geht, eine Mindestwartezeit von 3 Wochen hat. Da ging es schon los. Dann kam noch dazu, dass dieses Fahrzeug ja beim Lackierer stand, hier jetzt immer noch zerlegt steht, wie ihr sehen könnt, und dementsprechend nicht fahrbereit ist, um mal eben zu Mercedes zu fahren. Und ich befürchte auch, selbst wenn ich ihn auf den Trailer packe, dass Mercedes sagen wird, hey, da basteln wir doch jetzt nicht am Airbag rum, wenn die Karre da halt zerlegt ist. Das funktioniert so nicht. In dem Schreiben ging es dann noch weiter, das konntet ihr wahrscheinlich nicht sehen so schnell. In dem Schreiben hieß es dann weiter, wenn ich dieser Maßnahme nicht nachkommen würde, in der genannten Frist, dass das Fahrzeug dann zwangsstillgelegt wird. Also musste ich irgendwas tun. Ja, Leute, was habe ich dann getan? Ich habe dem LBV hier in Hamburg dann eine E-Mail geschrieben, daraufhin, dass das Fahrzeug in diesem jetzigen Zustand beim Lackierer steht, mit Bildern und so weiter, und das Fahrzeug auf eigener Achse dort nicht hinfahren kann und zweitens auch bei Mercedes derzeit kein Termin für diese Maßnahme zu bekommen ist. Ich habe auch direkt schon ein Datum genannt, bis wann ich einen Aufschub haben möchte. Da ging es um knapp 4 Wochen. Es hat, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Werktage gedauert, bis der LBV dann schlussendlich geantwortet hat. Und da hieß es dann ganz plump, also wirklich, ich habe mir sehr viel Mühe bei dem Text gegeben, alles detailliert aufgeschrieben, und dann kam einfach nur zurück, dass sie diesem Wunsch nicht nachkommen können, dass ich bitte einen Termin machen soll bei Mercedes und diesen Termin dann dorthin schicken soll, und dann entscheiden sie anschließend im Team, ob sie mir bis dorthin Zeit geben können. Das ist deren Antwort gewesen. So,
Ich habe dann natürlich einen Termin bei Mercedes gemacht. Der ist dann jetzt irgendwann im April und habe das mal hingeschickt und da kam bis jetzt noch keine Antwort. Also ich weiß nicht, was passiert. Aus diesem Grund schraube ich das Auto jetzt zusammen, soweit es geht. Ich denke mal, der wird heute wieder soweit fahrbereit sein. Lass die Scheiben einkleben, damit ich für den Fall der Fälle wieder mobil bin, weil ich habe keine Lust, da eine Überraschung zu erleben, dass sie sagen, ja, wir können ihnen doch nicht so viel Zeit geben und wir wollen das so und so haben. Ich möchte da nicht irgendwie im Argen stehen mit dem Auto, deswegen heute Zusammenbau, auch wenn ich noch nicht alle Teile habe. Ab geht's! Ja Leute, bevor ich anfange, würde ich euch mal ganz kurz zeigen, was ich hier gekauft habe. Das sieht jetzt echt nach wenig aus, aber dieser Kram, der hier liegt, der hat bestimmt schon wieder fast 1000 Euro gekostet. Also, falls ihr überlegt, so ein Projekt zu machen, seid euch im Klaren, wenn man es richtig machen möchte, ist das echt nicht ganz billig am Ende. Der erste Start hier wieder seit Monaten oder Wochen. Hallo! Ich wusste ja schon immer, dass der Welt klein ist, aber so klein. Meister bei der Arbeit, Cut Nummer 1. Ja, die Haube musste ich mir jetzt tatsächlich helfen lassen. Ich habe es jetzt auf die alten Einstellungen gepackt, das Ganze. Ich muss gleich mal schauen, ob das so passt. Sag mal, weiß irgendjemand, ob diese Haubendämpfer, schaut euch das mal an, ich wusste jetzt nicht, ist das dicke Ding unten und die Kolbenstange oben, also falls das einer weiß, kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob so rum war oder halt einmal andersrum. Das sieht schon ziemlich nice aus. So, Scheinwerfer sind natürlich noch nicht fest, ist alles hier noch lose, da muss gleich der neue Scheinwerferrahmen ran und dann geht's auch schon weiter. So Leute, kurze Pause. Ich wollte euch mal was zeigen für alle, die jetzt erst dazukommen. So sieht übrigens ein Auto aus, wenn ihr es aus Dubai kauft. Das wird von mir alles natürlich noch bei Zeiten vernünftig instand gesetzt. So funktioniert das erstmal alles. Aber schaut euch das mal an, das ist halt komplett hier verdreht, wenn ich richtig liege. So sieht das normal, ohne Knick und neu aus. Lasst euch nicht trügen. Das Teil sieht sehr billig aus, kostet aber fast 600 Euro und ist halt für das Spaltmaß am Scheinwerfer im Endeffekt zuständig. Aber schaut euch das mal an. Um ein kleines Teil zu sparen, nämlich das hier, was 25 Euro kostet, haben sie hier so ein komisches Kabelgedöns rangemacht. Super, oder? Muss mal schauen, ob es so bleibt oder ob ich da noch mal jemanden ranlasse, der das Ganze einstellt. Ich werde jetzt die Kotflügel gleich anbauen und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Mal schauen, wie es passt jetzt. Es war ja mal komplett in Ordnung soweit vorher. So Leute, ich habe hier noch etwas ganz Feines gefunden. Ich weiß nicht, erkennt ihr, was das ist? Das ist so eine Zwischenlage zwischen Kotflügel und Stoßstange. Das klebt man hier drauf. Ich glaube, das ist dafür gedacht, dass durch die Vibration, die an der Stoßstange erzeugt wird, dass der Lack hier nicht aufgeraut wird. So sieht das dann aus. Ziemlich cool. Ich mache jetzt erstmal mit der Frontstoßstange weiter und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, Leute, jetzt habe ich die Stoßstange. Ich habe aber gerade gemerkt, dass ich schon wieder etwas in meiner Garage vergessen habe, nämlich das mittlere Gitter. So, nichtsdestotrotz versuche ich jetzt mal ein bisschen was dort reinzubauen, in der Hoffnung, dass das so hinhaut und ich es nicht wieder komplett zerlegen muss. So, Leute, ich zeige euch das mal ganz kurz von innen. Sekunde. Die Stoßstange habe ich jetzt mal eben ganz kurz komplettiert. Ja, und zwar sind diese sündhaften Teile hier reingekommen, weil die waren in der alten Stoßstange, die ich hatte, komplett zermürbt, sage ich mal, von dem ganzen An- und Abbauen. Und deswegen habe ich den ganzen Mist neu gekauft. Ich werde das gleich mal festnieten hier, damit das alles seine Richtigkeit hat. Ich habe die Nieten auch alle neu bei Mercedes gekauft. Ja. Jo, Leute, während ich hier am Schrauben war, ist hier gerade eine Lieferung gekommen, die ich bestellt hatte. Ich habe nämlich so ein Riesenproblem gehabt bei dem Auto. Dadurch, dass er mehrfach auseinandergebaut worden ist, habe ich hier eine Leiste, diese Chromleiste, die über der Tür quasi angebracht wird an den Fenstern, kann ich jetzt so hinschmeißen, weil ich habe andere bestellt. Die ist dann hier verbaut später und die war so super gewählt. Deswegen habe ich mir was Gebrauchtes besorgt. Ich packe das mal eben kurz aus und schau mal, ob diese Clips, die da dran sind, ganz sind. Sonst muss ich die auch nochmal neu kaufen. Ja, ich habe den Mist jetzt mal ausgepackt. Natürlich, ihr könnt es ja hier erkennen, es sind keine einzigen Clips vorhanden. Doch einer hier und einer am Ende. Aber da gehören 8 Stück oder so rein. So, Leute, der zweite Tag ist jetzt angebrochen. Ich hatte ja gestern gesagt, dass ich das Ganze in 2 teilen werde. Das ist tatsächlich leider der Fall jetzt, weil ich gestern einfach nicht mehr weitergekommen bin. Und leider kann mir Mercedes mit den fehlenden Clips und so weiter nicht weiterhelfen. Das bedeutet, ich kann hier die Fensterleiste heute nicht komplett anbringen. Ich werde sie trotzdem gleich anbringen. Und die Schweller werden auch nicht komplett fest sein. Stoßstange werde ich zwar anbauen, aber da fehlen halt immer noch 2-3 Teile. Aber im Großen und Ganzen wird das soweit komplett sein. Ich baue den Innenraum wahrscheinlich gleich zusammen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es auch noch gleich Besuch von Mikro und Boberg. Die werden mir ein bisschen dabei helfen, damit ich heute noch fertig werde. Ich mache mal jetzt das Gitter hier rein, weil darüber freue ich mich am meisten. Und ich sehe, wie Sie sehen, Sie hier, dass das eigentlich hätte vorher rein müssen. Wie immer. Wer sowas schon mal zusammengebaut hat, Grüße gehen raus. Das ist hier. So, Mikro ist gerade so nett und räumt meinen Kofferraum auf. Ich mich gerade todes aufgeregt habe, dass ich wieder irgendwie die Teile nicht finde. Und dann sagt, lass mal den Kofferraum aufräumen, vielleicht finden wir es. Ey, das muss eigentlich am Auto dran gewesen sein, fällt mir gerade auf. Ja, jedenfalls müssen wir gleich mal schauen, was für ein Teil da fehlt. Mir ist gerade eingefallen, wo das sein könnte. Und zwar gibt es noch eine Kiste, wo die ganzen Teile von mir vom Innenraum versteckt sind. So, ja. Jeder weiß, dass ich ein absoluter Choleriker bin von meinen Freunden, ne, Digi? Genau, ja. Ja. Ich raste immer sehr, sehr schnell aus und ich habe immer sehr, sehr schnell keinen Bock mehr, wenn irgendwas nicht richtig hinhaut und brauche erstmal eine Pause. Manchmal ist das Leben wie ein dunkler, dunkler Tunnel. Man hat ständig das Gefühl, nie wieder ein Licht an seinem Ende zu erblicken. Aber wenn man immer schön mutig weitergeht, dann wird man vielleicht an einen schöneren Ort gelangen. Er hat jetzt geklärt, dass ich diese Teile von Mercedes bekomme. Und während ich hier rumkriege, habe ich was ganz Witziges entdeckt. Querträger ist ja sowieso kaputt, weil ich habe schon einen anderen bestellt. Aber ich dachte immer, er wäre verbogen. Aber zieht euch das mal rein. Er ist einfach todesgerissen. Ja, jetzt stelle ich hier gerade, weil ich jetzt sowieso war, stelle ich gerade hier das Spaltmaß etwas ein. Vorhin war das so dermaßen niedrig, dass hier dieser Spalt so groß war. Guck mal, auf der anderen Seite ist es noch nicht eingestellt. Guck mal, da passt ein ganzer Finger rein und hier nicht mehr. So, das kann man jetzt so verschrauben. Aber falls irgendjemand von den Zuschauern
gut im Spaltmaße einstellen ist und da einen Durchblick hat, dann kann er sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Wäre richtig cool, wenn das irgendjemand mit ihm zusammen machen könnte oder für mich machen könnte. Eins von beiden. Das soll natürlich nicht ehrenamtlich passieren, ne? Weil ich kriege das beim besten Willen nicht perfekt hin. Hallo. Also, es gab doch noch einen guten Moment. Ja, das passt wirklich gut. So neue Teile sind echt verdammt schön. Also, es ist nicht ganz neu, aber es kommt von einem neuwertigen Fahrzeug, sowohl Kotflügel als auch die Stoßstange. Komm, jetzt wissen wir, wer den Regen mitgebracht hat. Ich habe gerade schon gesagt, die Welt geht unter und dann kommst du gerade. Ich muss jetzt hier gleich mal schauen, beziehungsweise um die Tage, dass es hier so ein bisschen noch reinsteht, wie weit ich das rausbekomme, weil hier ist es tatsächlich ein bisschen schöner zum zum Scheinwerfer. Da warte ich gerade auf Mikko, der bringt gerade die Klammern für die Kotflügel, damit man die Schrauben dort reinfeuern kann. Und dann ist die Stoßstange soweit fest. So. Und er bringt tatsächlich auch für die Heckstoßstange die Plastikverkleidung mit, die hier später reinkommt, und dann kann die auch ran. Anschließend widme ich mich dann dem Innenraum, dass die Teile auch wieder den Einzug ins Fahrzeug finden. Wird also noch ein bisschen länger dauern, das Ganze. Bleibt dran, wenn ihr dann am Ende sehen wollt, wie das Auto zum Schluss wieder aussieht. So, Rettung ist gekommen. Oh, was hast du denn hier mitgebracht auch noch? Sowieso Durst. Ja, diese Dinger hier. Damit die Einlässe auch richtig haften und richtig kleben. Jetzt hält das aber auch, ne? Ja, was sagt ihr? Sagt ihr ehrlich? Oder ich finde den schwarzen. Ich würde den hier nehmen. Ich habe gar nicht erzählt, wie ich hier verarscht worden bin. Ey, es gibt einen richtig geilen Trick bei eBay. Diese Dinger hier, die waren für läppische 49 Euro inseriert. Mit 49 Euro Versandkosten. Und man kann sogar Preisvorschlag machen. Und was mache ich? Ich mache Preisvorschlag. Er lehnt natürlich ab, ne? Aber war so schon günstig. 24 Euro plus 49 Euro Versand. Ich glaube, zwei Stück davon kostet mein Mercedes 500 Euro. War schon günstig. Er lehnt ab und schickt Gegenvorschlag. Nur 5 Euro mehr als das, was ich geschickt habe. Digga, ich nehme einfach an, ohne zu überlegen. Er hat aber im Hintergrund einfach die Versandkosten auf 99 Euro angehoben. Naja, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich hatte auch noch nie ein Auto aus Dubai. Digga, wie kommt denn dieser Sand denn dahin? Das ist schon heftig, ne? Ich den Lautsprecher an. Das ist kein Staub oder so. Oh, Türparty, jetzt geht's los. Ja, Leute, wie findet ihr das Auto in der Farbe jetzt? Sieht schon viel, viel geiler aus, ne? Oh, jetzt habe ich ihn aber richtig drauf hier. Ja, brauchst du nicht, sieht schon heftig aus. Ja, reicht. Also Leute, wie gesagt, das geht noch weiter, das Projekt. Ich denke mal, übernächste Woche wird der wieder fahrbereit sein. Ich brauche jetzt noch neue Scheiben. Und dann sollte das auch wieder fahren. So 2 Wochen ist ganz anständig. Ende März. So, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von dem Auto sehen wollt,
dann hinterlass ein Abo. Okay. Okay? Okay. Okay. Und schaut auch bei Bobek vorbei. Ja. Da bastel ich viel an dem ML rum. Stimmt. Ist ja fast zu deinem Kanal geworden. Auf jeden Fall, schaut dort vorbei. Da seht ihr mich mehr schrauben, als ich an meinem eigenen Auto schrauben, merke ich gerade. Kannst du da auch irgendwie besser finden? Ich versteh's auch nicht, ey. Vielleicht solltest du eine Weglauf machen. Okay, tschüss Leute. Hab mich gefreut. Mach's gut, lass ein Like da. Ciao.